Guten Abend, die Herrschaften. Willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Und wir sind mal wieder in The Cathedral. Was heißt das? Mal wieder? Okay, ja, wir waren ja schon öfters hier. Und ich habe natürlich mal wieder ganz tolle Items. Und es ist. Ich bin nur so ein alter Suchti und ich habe so viele Zeug eben. Also habe ein Spiel ja immer privat, aber keine Challenges, damit wir auch nichts verpassen oder so. Und deswegen, und ich hole dich auch immer ran, wenn wir so Prolariat und gute Items haben. Und man sieht, wir haben das Foto und wir haben auch hier super Items, haufenweise Lebensupgrades, haufenweise Schadensupgrades. Wir sind schnell, wie dumm. Wir haben total upgegradet Tierst und dann durch Technology 2. Wir machen wahnsinnig viel Schaden. Wirkt sich teilweise auf Technology 2 auf und eigentlich hätten wir auch volle Range, weil ich so viele Range-Up-Pillen gefunden habe. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben wir jetzt The Polariat gerade in diesem Geheimraum gefunden. Und deswegen gehe ich auch gleich mal weiter zu dem Punkten, wo wir noch nicht ausgekundschaftet haben. Ja. Heilige Gral darf natürlich auch in keinem Run fehlen. Mein Gott, sind die irgendwie noch schneller geworden? Au. Auf jeden Fall haben wir auch Tour of Hearts, also man müsste schon ziemlich doof sein, um mit den unter den Bedingungen jetzt noch hier irgendwas zu verlieren. Groß. Uiuiui. Anfangs hatte ich ja natürlich zwei Herzen nur. Und ich hätte auch Täusche, sag ich. Na gut. Ich hätte gute Geschäfte, genau. Ich hätte gute Geschäfte mit Satan machen können. Aber naja, da waren mir doch meine paar Herzen, die ich noch hatte, dann doch zu schade. Temperance. So, du gibst mir dann doch nichts, also weg damit. Da ist der Boss, ich hole mir bloß noch meine Herzen. Der Little Chubby ist natürlich auch super, weil der kriegt mal übelst oft irgendwelche Herzen. Hat mir auch oft eigentlich auch weitergeholfen, weil wir viele Münzen bekommen haben. So, jetzt natürlich Daddy Long Legs 2 eigentlich. So. Wir haben Polariat. Weh, du gibst mir jetzt nicht. Weh, du gibst mir jetzt nicht meinen. Ah, meinen Schlüssel. Hallo? Und hallo. Aua. Ja, komm. Und jetzt kommt Daddy. Oder auch nicht. Jetzt kommt Daddy. Und er ist tot. Und es kommt wieder keine nächste Ebene. Es kommt keine nächste Ebene. Wir haben Super Lariat. Was ist los? Ja, plupp. Plupp. Fertig. Was ist hier los? Was ist hier los? Nee. Ich habe jetzt überlegt, ob ich die Aufnahme löschen soll, aber pff, nö. Ich mache jetzt hier Meet Forever, unsere letzten. Nee, unsere. Eine unserer letzten Challenges, die wir noch haben. Okay, unser Cube of Meat ist größer als 4. Okay. Auf jeden Fall ist das ein ausgewachsener Meat Boy. Will meinen, wir haben 4-mal Cube of Meat. Ist durchaus möglich, habe ich auch schon mal geschafft. Und wir können auch in dieser Challenge sogar nochmal einen ebenso großen Cube of Meat haben. Die Chance ist natürlich atomar gering irgendwie dafür, aber ja, es ist möglich. Natürlich ist die Chance höher, dass wir auch nur ein oder zwei kriegen. Weil je mehr wir kriegen, desto unwahrscheinlicher ist es ja. Ist ja klar. Uiuiui. Meat Boy, verfolge doch mal nur die, die du auch fressen kannst. Schubdau! Können wir auch durchaus nehmen. Ich weiß bloß jetzt nicht, ob wir, wenn ich jetzt nur Leertaste drücke, ob wir dann auch so bleiben. Ich probiere es erst gar nicht aus. Oh, ein Nickel. Also 5 Münzen. Finde ich gut. Gut, da haben wir auch gleich nochmal das Ding. So, Meat Boy, du darfst Nom Nom machen. Ich spreng das derweil. Ach komm. So meinst du jetzt nicht ernst. So, und weh, du gibst mir jetzt keinen Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel, na gut. Okay, ist auch gut. Keine Goldräume, na gut. Wem stellen wir uns dagegen? Monstro mal wieder. Hallo, Monstro.
Das war jetzt ein bisschen fehlgeschlagen, würde ich mal sagen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm, dass wir jetzt keine Bomben und keine Schlüssel mehr haben. Schließlich wollen wir weder zu The Chest, noch wollen wir zu. Noch haben wir Goldräume. Na gut. So viel Münzen aber auch nicht, dass wir unbedingt zum Shop wollen. Dieses Juice darf ja auch nicht fehlen. Irgendwie haben wir trotzdem kein Upgrade bekommen. Auf jeden Fall gibt es keine volle Punkte dafür. Wahrscheinlich schon immer nur einen halben. Halbe werden hier nicht angezeigt. Es ändert sich aber trotzdem ein bisschen. Also wenn man ein genauer Beobachter ist, wir schießen jetzt sehr wohl weiter und wir schießen auch sehr wohl schneller. Das ist eben irgendwie dann doch kein voller Punkt. Warum auch immer in der Statistik. Deswegen sehen wir das nicht. So, gleichzeitig tot. Perfektes Spiel mit Meat Boy. Können wir auch gleich mal wieder runtergehen. Top. Aber es ist schön, dass wir immer noch ein Herz übrig hatten, um in die Räume hier zu gehen. Können wir auch gleich mal weitergehen. Na, Spinnen. Super. Mit Meat Boy ist es aber zum Glück kein Problem. Was da, Meat Boy? Na komm. Meat Boy noch. Nom nom nom. Und ein letztes Mal noch. Na komm. Nom nom nom. Dankeschön. Kein Drop, finde ich schade. Ist aber auch nicht so schlimm. Feuer interessiert mich jetzt mal nicht. Außer natürlich, dass es uns wehtun will. Ihr Feuer könnt eh nix. Also geht sterben. Oder geht löschen. Hätte da aber auch ruhig mal ein Silberherz droppen können. Irre, sehr nett. In letzter Zeit droppen nämlich irgendwie hier Feuer, kann nichts mehr. Aber ist ja alles zufällig und die Chance ist ja relativ gering, dass aus dem Feuer oder aus dem Kakaoäffchen was droppt. Nein. So, gegen die ist am besten, sind Spectral Tiers echt super. Man kann sich ja eben nicht denen gegenüberstellen, direkt. Gut, dann haben wir hier Duke of Lies. Gut. Und da ist er schon fast tot. Oh, wie schwer. Nochmal ein Range Up. Das gibt uns jetzt aber. Jetzt haben wir, müssten wir 3,5 Range haben. Ne, jetzt sogar 4. Irgendwann rundet er irgendwie auf, manchmal auch nicht. Wie weit schießen wir jetzt schon? Boah. Mit Anlauf fast durch den ganzen Raum. So, sowieso. Wollen wir eine Münze opfern? Eine Münze kann ich opfern. Mal gucken, ob irgendein interessanter Drop ist. So im Shop oder so. Ich kann ja auch mal ein paar Herzen verspielen. So. Gucken wir mal hier. So viel Herzen können wir auf jeden Fall droppen. Opfern. Spielen wir einmal hier, spielen wir einmal da. Nix. Nix. Gut, dann gehe ich mal kurz nach oben. Was heißt hier nach oben? Oh. Okay, an das Herz kommen wir nicht ran. Egal. Hätten wir jetzt viele Herzen, wäre es mir jetzt auch dann egal. Wenn wir das eine halbe Herz dann nicht hätten, oder das ganze Herz, haben wir eben ein Herz, wenn uns eins. Wenn uns das eine Herz fehlt, dann wäre mir das auch egal, aber jetzt fehlt mir doch ein wenig zu viel dafür. Also, wir haben nur drei. Wenn uns eins fehlt, was wir jetzt natürlich zurückbekommen, dann ist mir das schon zu viel. So, Meat Boy rennt uns schön hinterher. Ich finde es auch putzig, wie der immer so guckt so. Hui! Hui! So, als wenn er sich freut. Hui, bin ich schnell! Naja, schon witzig. Es wäre natürlich noch witziger gewesen, hätten sie das so gemacht, dass wir, dass der Cube of Meat eben auch würflich gewesen wäre. Guten Ton. Das war sogar richtig, glaube ich. Und? Wow!
Na komm. Wow. So, das lassen wir da. Da können wir gleich wieder reingehen. Schön. Nicht schön. Erst recht nicht schön. Oh. Stimmt, wir haben ja keine Bomben. Oh, super. Das ist ja jetzt nicht so schön. So. Wieder durch. Kriegen wir ein halbes Herz wieder. Haben nur ein halbes Herz nicht. Das ist nicht schlimm. Kann immer mal passieren. Na komm. Eigentlich höher. Ach verdammt. Na gut, jetzt können wir immer in den Kampfraum. Ohne Schlüssel wird das aber leider nichts. Geheimraum haben wir schon entdeckt. Kommen wir hier hin. Tot. Ich find's toll, wie Meat Boy einfach die so aufsaugt. Ohne seinen Mund zu bewegen. Au. Junge. Oh. Nicht in den Schuss reinrennen. Macht sich nicht so gut. Ne? Uiuiui. Hui. Oh. Ha. Hey, hau. Tot ist er. Goldräume haben wir nicht, also auf zum Kampfraum. Oder zum Shop. Ich denke, wir gehen erstmal zum Shop. Ja, wir können eh nicht in den Kampfraum. Das ist jetzt schwer. Kompass oder Seelenherz? Ich denke, wir nehmen erstmal einen Kompass. Falls wir noch genügend Münzen bekommen sollten, können wir auch uns dann das Seelenherz leisten. Wenn nicht, dann eben nicht. So, blinde Maden, die schwersten Gegner überhaupt. Selbst wenn sie ganz viele sind, sind die eigentlich keine Schwierigkeit. Außer man macht natürlich so überhaupt keinen Schaden. So irgendwie so einen halben Schaden nur. Aber ich glaube, um das zu schaffen, ist eigentlich unmöglich. Weil Schaden down kenne ich eigentlich noch nicht, das Item. Oder Pille oder sowas. Auch das ist nicht wirklich schwer. Was natürlich, man ist umgeben von so einem Champion-Dingern. So, du kümmerst dich um die, ich kümmere mich um die. Perfekt. Perfekto. Da kann man auch noch später nachgucken. Ich muss mich entscheiden. Du willst mich doch verarschen. Für die. Erstmal die Nuxis hier kaputt machen. Ah, man sieht, der hat kann einiges an Leben einstecken. Meat Boy ist hinter ihm verschwunden. Aua. Nein, nein, du darfst jetzt ruhig noch weiterkämpfen, Meat Boy. Au. Nicht schön. Nicht schön. Uiuiui. Noch mehr Tiers ab. Wie viel haben wir jetzt? Ach da. Hä? Egal. Ist irgendwie ein bisschen buggy. Nein, nicht die Maus wieder im Bild haben. Nein, Meat Boy. Dummes Kind. Jetzt holen wir uns eben das Herz. Können wir zumindest in den Kampfraum gehen. Mein Gott, Meat Boy, bist du dumm. Das kann doch nicht angehen. Nun gut, dann gehen wir eben runter. Hallo? Speed und Range up. Jo. Damit lässt sich leben. Wie viel Range haben wir jetzt? 4 immer noch. Ui! Das ist irgendwie total verbuggt. Ich kann übrigens nicht mit Escape oder so aus dem Pausenmenü rausgehen. Es geht nur mit der Maus. Und mit Escape würde man dann praktisch auf Quitsch Game drücken. Und das will ich nicht. So, kannst du auch gleich weg. Na komm. Und dort. Und mein Herz habe ich auch wieder. Dann gehen wir eben nach oben.
Ja, dann ist auch gleich der Part zu Ende. Wie schnell sind wir denn jetzt? Hui. 4, ja. Den Run zuvor war man ja, hat man ja volle Geschwindigkeit. Gut, dann gucken wir uns den kleinen Clip noch an. Na, was träumst denn schon wieder? Du gehörst One Boy. So. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Part bei The Binding of Isaac. Bis dann. Ciao. Wow.